So, ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder in der Rolle von Dodd bei Dishonored. Ja, und der letzte Part war richtig blöd. Nett ausgedrückt, blöd. Ich hoffe, dieses Mal kriege ich das besser hin. Offensichtlich. Ich kann sie riechen. Und noch mehr. Ich sag. Ich werde ihn nicht töten, nein. Bewusstlos reicht er mir. Wow, Wow, Alter. Ich habe ihn nicht getötet. Wie geht nochmal Blong? Ah. Gehst mir langsam auf die. Da will man mal niemanden töten an sowas hier. Hau bloß. Ah! Du schlaf weiter. Nee, du bist tot, ne? Ja, sieht jedenfalls so aus. Ach so. Seid scheiße. Boah. Du darfst weiter schlafen. Wer ist er? Talias Leibwächter? Entschuldigung. Der musste leider dran glauben. Aber wir schauen uns hier nochmal eben kurz um. Denn da ist irgendwas Tolles. Nein! Alter. Hier sind ja richtig viele von denen. Ach du Scheiße. Das habe ich auch erst im letzten Moment entdeckt. Okay, ich glaube, da müssen wir später eh hin. Schauen wir erstmal, was Talia von uns will. Sieh an, der Meisterassassine. Sie wollen also wissen, wer Delilah ist. Nun, mein Onkel ist von ihr besessen, darum wird er Ihnen nichts erzählen. Ich verlange nur zwei Dinge. Lassen Sie meinen Onkel verschwinden und bringen Sie mir sein Testament. Als Gegenleistung erzähle ich Ihnen von Delilah Copperspoon und werde Sie für Ihre Mühen entlohnen. Anschließend kommen Sie zurück. Wir treffen uns am Hafen, wenn Sie Erfolg hatten. Ja, natürlich, Madame. Oh, da sind schon die Ratten. Immer zur Stelle, würde ich mal sagen. Aber ich will mich eigentlich nicht mit denen anlegen, deswegen verzieh ich mich. Auf Wiedersehen. Ah, jetzt wissen wir auch, was mit den drei weißen Totenköpfen gemeint ist. So, dann prügeln wir uns jetzt hier mal durch, wa? Ha! Nichts passiert. Oh. Hier kriegen wir bestimmt ein bisschen Mana. Ih, der pinkelt hin! So ein Ferkel! Verdammt, da sind drei Stück. Mal sehen, was da drüben vor sich geht. Das Spiel ist echt nicht dafür ausgelegt, dass man irgendwie alle am Leben lassen kann. Und wo möchtest du jetzt hin? Ja, geht überall hin, egal wohin. Das ist euch ich, Schnurzpiepe. So. Oh oh. Oh oh. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? So ein Blöder. Och komm, warum hast du mich jetzt entdeckt?
will eine Ratte sein. Okay, hier ist keiner. Versteck dich, du Feigling! Was zum? Alter Schwede. Wohin bist du verschwunden? Nicht hierhin. Nicht weiterkommen. Nein. Gar nicht. Komm. Leg dich ins Bett. Der Tote. Was, der ist noch nicht tot? Nur weil der Blut ist? So, da sind nur noch die zwei unten. Die sollten mich eigentlich nicht mehr stören. Ja, ich bin weg. Ganz sicher. Hundertprozentig. Nein. Jemand auf der Pirsch. Na, na, na. Schnell weg. Du. Ja, leg dich mal da an. Guter Mann. Bleib schön da. Brav. Jetzt schnappen wir uns noch den letzten hier drin und dann können wir uns die Artefakte holen. Da irgendwo ist er. Ach, das ist aber draußen. Das könnte mir ja eigentlich fast egal sein. Hier waren wir auch schon. Ach, warum wollt ihr überall hin? Oh, oh. Komm. Wohl verletzt werden. Nein. So, ihr Lieben, jetzt haben wir erstmal Ruhe, Alter. Zu erledigen, was gibt's hier zu erledigen? Besagten Ort plündern. Es Kraxton heimzahlen. Nachsehen, was aus dem Schlüssel wurde, den wir der Wache geklaut haben. Chauncey hat ihn genommen, weil er ein paar Rechtsverdreher erleichtern will. Ist aber noch nicht von den Balkon heruntergekommen. Diese Woche endlich mal Zähne putzen. Was zum... Geht. Diese Woche? Ist ja fast wie bei mir. Ja. Bisschen Mana. Ach nee, dafür brauchen wir eine Artefakt. Okay, was haben wir hier schon? Nis? Nichts. Manchmal macht mich das Spiel verrückt. Hier muss doch irgendwas sein. Da ist ein Knochenartefakt, von da, wo wir kommen. Wo war da denn ein Knochenartefakt? What the? Hallo, Milady. Wo ist sie hin? Ach ja, beim Hafen. Der Sprung reicht wieder nicht aus. Dim. Da ist ein Artefakt. Da ist das der Justizbezirk. Und sonst ist hier gar nichts mehr. Wie komme ich denn bitte dahin?
Ihr müsst gar nicht so schlau tun. Ihr wisst das bestimmt alle, ne? Und ich bin wieder der Doofe. Ja, ja. Was bedeutet dieses Kreuz auch? Warum kann ich nicht so springen? Ist da überhaupt was? Nee. Sel, keine Holzwand, kein gar nichts. Gut, gehen wir wieder zurück. So. Hier drin ist ja auch nichts. Auf dieser Ebene nicht, aber da oben könnte was sein. Da. Können wir es von hier erreichen? Hier haben wir auch noch ein bisschen was zu entdecken. Patronen haben wir genug. Achso, und hier ist der Balkon gewesen. Der Balkon. Achso, wir können bestimmt von... Achso, von da draußen. Ach ja. Ach, da sind aber bestimmt noch Gegner, oder? Da oben haben wir eine Wache. Ach, wir müssen eh da rumlaufen. Kann das sein? Ich weiß nicht, kann das sein? So, jetzt schauen wir uns mal um. Da. Knochenartefakt. Ach, da müssen wir einfach nur über den Balkon. Da hinten ist einer. Und direkt über mir. Hallo. Hier, jetzt kommt der Multischuss. Perfekt. Der war gut. Habe ich dir erzählt, wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin... Ja, genau. Ah, nein! Echt? Jetzt? Really? Warum passiert sowas auch immer mir? Ich bin immer der Gelackmeierte. Immer werde ich geärgert in dem Spiel. Sir, was gibt's? Ich wollte Ihnen nur zu Ihrer eigenen Einheit gratulieren. Schleimscheißer. Da könnte ich vielleicht hoch. So, wo haben wir den anderen, den Schleimscheißer, der ist da. Eieiei. Nein, 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 nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Oh, komm schon. Alle bewusstlos. Ja, was sollte ich denn... Was sollte ich denn machen? Da geht es zum Justizgebäude. Da haben wir ein paar Pfeile. Die habe ich eh gerade verprasst. Dim, dim, dim. Da ist nichts drin. Und er kommt auch nicht mehr wieder. Rennen wir hier kurz hin. Na? Seid ihr bewusstlos? Willst du dahin auch bewusstlos werden? Das ist heute im Trend. Ich verspreche es dir. Alter, die Ratzen da sind vor sich hin. Fuck. Hallo?
geschissen. Sei ruhig. Schlaf einfach weiter. Ich liebe diese Bolzen, ja. Okay, 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 okay. Weiter geht's. Ja, Kinder, ich weiß, ich habe bis jetzt nicht eine Rune gefunden. Ich bin schlecht. Ich hab's einfach nicht drauf. Aber wir kommen auf jeden Fall jetzt schon mal zum Schlüssel. Warum bin ich auch runtergefallen? Das war sowas von Fail. Was? Stimmt doch gar nicht. Von wo kommen eigentlich die Stimmen? Nicht von hier. Das gefällt mir. Dann wäre es mal so einen komischen Trank. Wer sagt das denn? Ich werde hier noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Hä, woher wissen Sie, dass hier ein Herumtreiber ist? Da ist niemand. Oh oh. Hier ist du. Kommst nicht rein. Rückwärts. Und es ist nichts passiert. Den verstecken wir erstmal hier. Gute Nacht. So. Weiter geht's. Einen haben wir noch. Ich hoffe jedenfalls, es ist nur einer. Ba, ba, ba. Halt! Wer ist da? Und er rutscht runter. Ja, verdammt, ich wollte ihn nicht töten. Warum hat er mich auch gesehen? Schweinehund. Naja, es bleiben nie Opfer aus. Wieso weißt du das? Und wer weiß es? Hexenfisch? Ach, das sind doch einfach irgendwelche random Stimmen. Oh, nee, er ist es. Ah, er ist noch zwei Treppen entfernt. Ich werde dein Versteck finden. Ja, ja, das sagen sie alle. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Ich weiß, dass du hier bist. Oh, oh, er findet jetzt erstmal die andere Leiche. Oder was heißt Leiche? Bewusstlos, ne? Es sind ja nicht alle tot. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Renn schön weiter. Mach ich. Aber eigentlich schleiche ich. So, hier haben wir keinen mehr. Oh. Er hat die Leiche doch gefunden. Bisschen spät, aber er hat sie. So, hier noch alles mitnehmen. Hey, Corvo, altes Haus, ne? Lange nicht gesehen. Hier haben wir noch ein Buch für euch. Das könnt ihr euch durchlesen. Notiz, fehlender Schlüssel. Hauptmann, sieht so aus, als hätten die Hutmacher hier eingebrochen und sich den Schlüssel zum Justizbezirk geschnappt. Ich werde denen zeigen, wo der Hammer hängt. Pete. Pete von Pete's Meat. Ach, sag bloß, wir werden uns als Hutmacher verkleiden können. Die Flasche muss ins Klo. Nein. Aber... Warum nennt er mich Hexenfisch? Ach, verdammt, ist jetzt egal. Wo ist er eigentlich? Tja, hier oben ist er nicht. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Ich finde dich schon noch. Wollen die mich verarschen? Hätte ich jetzt Facecam an, dann könntet ihr meinen Gesichtsausdruck sehen. Also Kinder, ich würde sagen, das war's für mich heute. Ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr auf Dishonored. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Einen wunderschönen Tag noch. Ciao.